Hallo und herzlich willkommen zum Tony Outdoor Gear. Im heutigen Video möchte ich euch eine Solartasche vorstellen von der Firma Mobisolar. Die Solartasche wurde mir von der Mobisolar Firma zur Verfügung gestellt. Deswegen werde ich hier Werbung einblenden. Ich werde nicht bezahlt, sondern ich tue sie nur testen für euch. Und es handelt sich um die 100 Watt Solartasche. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. So, herzlich willkommen wieder zurück. So, wir werden heute diese Solartasche von Mobisolar, 100 Watt faltbare Tasche, testen und schauen, wie sie sich schlägt. Wie gesagt, die Tasche wird mir zur Verfügung gestellt. Und jetzt schauen wir mal erstmal, was ist dabei im Lieferumfang bei dieser Mobisolar-Tasche dabei. Wir sehen uns gleich. Jetzt schauen wir mal kurz rein, was ist drinnen. Mal kurz auf und schauen, was ist an Zubehör dabei. Was mir hier gleich auffällt, diese Tasche ist Regenschutz oder Regenwasserspritzschutz geschützt. Das ist Gummi, das ist mal gut. Ich drehe sie mal andersrum, dann könnt ihr das besser sehen. So, ihr könnt es hier erkennen, also es ist wie gummiert, dass man quasi, dass hier keine Feuchtigkeit reinkommen kann, also wahrscheinlich Spritzwasser geschützt. So, jetzt machen wir nochmal auf und das ist quasi dabei. Wir haben an Zubehör einmal DC auf MC4 Stecker, dann haben wir hier Adapter, 5 Stück, und dann haben wir DC auf DC quasi von der Solartasche auf das Modul hier. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier DC-Anschluss, wir haben USB-C und hier haben wir zweimal USB-A. Wir haben einmal Quick Charger 3.0, Typ C und ganz normal USB 1. Jetzt tun wir mal die Solartasche testen und schauen, was sie bringt. Wir machen noch kurz die Folie weg, die Schutzfolie, wo drauf ist, und tun sie gleich jetzt einsetzen und schauen, wie die Leistung ist von der Solartasche. Ich stelle sie gleich auf. Jetzt kurz ein USB-Kabel eingesteckt und ich werde euch zeigen, wie man mit der Solartasche quasi gewisse Sachen so laden kann. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und schließen es gleich an. Das Kabel ist in die Solartasche eingesteckt. Könnt ihr sehen. So, ja. Und ich stecke das einfach direkt in die Solartasche. Ihr könnt es sehen. Es wird geladen. Und das funktioniert richtig gut, also quasi wenn man irgendwo in der Natur ist, man kann seine Sachen einfach so aufladen. Dann nehmen wir mal, also quasi man kann Handy aufladen, man kann so eine Powerbank aufladen, ich stecke sie mal kurz ein, also geht auch. Das können wir laden. Das sind nur kleine Beispiele, die man quasi mit dieser Solartasche einfach direkt laden kann. Zum Beispiel diese Solartasche kann ich empfehlen. Für alle, die etwas irgendwo im Freien sich gerne bewegen, beim Wandern, Campen. Aber ich würde auch so eine Solartasche jedem empfehlen, der sich ein bisschen wappnen will für Krisenvorbereitung, für eventuelle Stromabschaltungen oder Stromausfälle. Man kann so quasi gewisse Sachen einfach aufladen. So, die Powerbank habe ich euch gezeigt. Jetzt zeige ich euch kurz ein Beispiel, wie man solche Batterien laden kann. Ihr seht, es blinkt. Die werden geladen, also die sind fast voll. Das funktioniert. Dann zeige ich euch noch eine Möglichkeit. Und zwar als Beispiel.
Man kann, dazu nehme ich nur kurz meinen Adapter, weil das hier ist USB-C. Und zwar, wir werden diese Taschenlampe nehmen und einfach hier mal einstecken, dass ich jetzt nicht viel großartig umstecken muss. Und wie ihr sehen könnt, die wird geladen. Also man kann sehr viele Sachen einfach über USB aufladen. Finde ich richtig gut. Die Solartasche funktioniert gut. Jetzt zeige ich euch noch ein Beispiel, was vielleicht für euch sehr viele wichtig ist. Das seht ihr gleich. So, jetzt würde ich euch kurz zeigen, eine Möglichkeit, wie man mit so einer Solartasche seinen Laptop aufladen kann. Und zwar, die Solartasche sieht von unten so aus, hat zwei Stützen und wie ihr sehen könnt, wir haben ein Kabel angeschlossen und dieses Kabel geht direkt ins Laptop rein, in Verbindung mit diesem Adapter. So, jetzt schauen wir uns kurz mal den Laptop an. Und zwar, wenn ihr hier sehen könnt, ich hoffe, man kann es erkennen, wir laden gerade die Batterie auf. Also das funktioniert auch. Das finde ich eine super Idee und super Möglichkeit, um sein Laptop von unterwegs aufzuladen. Das ist mal hervorragend. Und wir versuchen, eine Powerstation aufzuladen. Und wie ihr sehen könnt, wir laden momentan mit 40 Watt auf. Also das funktioniert gut. Jetzt werden wir versuchen, ein paar andere Powerstation aufzuladen mit der Solartasche. Bis gleich. So, jetzt haben wir Kabel wieder eingesteckt in Verbindung mit diesen Adaptern. Haben wir die nächste Powerstation eingesteckt. Und wie ihr sehen könnt, wir laden momentan mit 25 Watt. So, und das gleiche probieren wir jetzt mal mit der Powerstation Nummer 3. Also ihr seht, der Kabel ist eingesteckt und geht hier auf die Solartasche. Kabel ist hier drinnen und quasi hier dran. So, jetzt probieren wir mal in die nächste. So, die dritte Powerstation, wo wir jetzt gerade testen, ist eingesteckt und wir laden momentan mit 30 Watt, 31 Watt, geht sogar ein bisschen höher. Also das funktioniert gut, ihr dürft nicht vergessen, wir haben jetzt Herbst, November und da ist die Möglichkeit über Solar zu laden eher schlecht wie gut, aber das funktioniert trotzdem recht gut. Also wir laden momentan mit 32 Watt, funktioniert richtig gut. Das hier ist noch eine Möglichkeit, wie man eine Solartasche effizient einsetzen kann, und zwar in Verbindung mit so einer Kühlbox, Kompressor-Kühlbox. Also wie ihr seht, ich habe jetzt die Solartasche angeschlossen an die Powerstation und die Powerstation ist ein Kompressor-Kühlbox angeschlossen. Und zwar, er läuft. Schauen wir mal kurz, was wir momentan laden. Wir laden momentan knappe 10 Watt. Wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, es ist Herbst. Aber so etwas ermöglicht uns im Urlaub, bei Campen, unabhängig zu sein. Und vor allem mit so einer Powerstation in Verbindung mit so einer Solartasche kann man sehr, sehr lange so eine Kompressor-Kühlbox betreiben. Die kann bis minus 20 Grad runterkühlen. Also wie gesagt, für Campingurlaub, für Outdoor-Bereich und für Krisenvorsorge ist sowas empfehlenswert. Weil so eine Kompressor-Kühlbox läuft in Verbindung mit so einer Powerstation, was ihr hier gerade im Video seht,
über eine Woche, also länger, wahrscheinlich eher 2 Wochen, ohne sie nachzuladen. Und wenn man ab und zu mit der Solartasche nachlädt oder wenn man das einfach so positionieren tut, dann kann man richtig lange das benutzen und quasi bei Urlaub oder Camping kann man das so einsetzen, natürlich auch für Krisenvorsorge kann man das auch richtig gut benutzen. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sowas zu haben. Nun kommen wir zu dem Fazit von der Movi Solar 100 Watt faltbare Tasche, wie ihr im Video gesehen habt. Die Tasche hat richtig gut funktioniert. Ich habe meine Geräte laden können, ganz normal, gewöhnlich. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, die Movi Solar faltbare Tasche 100 Watt, also ist richtig stabil verbaut. Sie ist einfach zu bedienen, man klappt sie nur auseinander. Die hat 2 Stützfüßen. Die Nähte sehen gut aus, gut verarbeitet. Man hat Zubehör dabei, und zwar es ist nochmal das Benutzerhandbuch auf Deutsch, einzelne Folie drinnen und auf Englisch. Also ich muss sagen, die ist leicht bedienbar und die Daten zu dieser Solartasche blende ich euch jetzt kurz hier ein. Ihr könnt Pause drücken und ihr könnt euch das hier in Ruhe durchlesen. Ich werde die Tasche von der Movi Solar im Videobereich Beschreibung verlinken zu Amazon Shop, zu Movi Solar. Die Solartasche wurde mir zur Verfügung gestellt von der Firma Movi Solar. Ich wurde nicht dafür bezahlt, deswegen werde ich Werbung einblenden. Ich habe das für euch getestet. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Schreibt bitte in Kommentare rein, wie sind eure Meinungen zu dieser Solartasche. Das würde mich sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr mich nicht abonniert habt und euch gefallen meine Videos, lasst ein Abo da. Euch kostet es ja nichts und ihr werdet auch keine weiteren Videos von mir verpassen. Es kommen noch etliche Videos in diese Richtung. Ich finde, so eine Solartasche ist top für Outdoor-Bereich, für Camping, Wandern, Urlaub und in jetziger Zeit für Krisenvorbereitung. Ich würde jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, so eine Solartasche zu haben, falls es mal zu Stromausfälle kommen sollte. Man kann, wie gezeigt, gewisse Akkusachen aufladen. Und wenn man eine Powerstation hat, man kann eine Powerstation aufladen und gewisse Sachen, Haushaltsgeräte weiter betreiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie bitte in die Kommentare. Ich werde sie beantworten. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Euer Toni. Ciao.